Thank you.
Herzlich willkommen zum Lifeline-Abend hier aus der St. Jürgen-Kapelle. Schön, dass ihr dabei seid. Wir feiern heute unseren 4. Geburtstag. Es ist kaum zu glauben. Seit dem 15. März 2020 senden wir jetzt Gottesdienste hier aus Lübeck. Aber heute Abend wollen wir mit euch etwas ganz Besonderes machen. Wir möchten ein paar Menschen aus dem Team kennenlernen, vorstellen und wir haben viel Musik im Gepäck. Bei den Gottesdiensten sammeln wir Gebetsanliegen im Chat per WhatsApp oder per E-Mail. Heute machen wir das ein bisschen anders. Wenn ihr Fragen rund um unsere Gottesdienste habt oder ums Team, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik oder, dann schreibt es uns. Damit uns eure Nachrichten richtig schnell erreichen, diesmal sind Feline und Gudrun nicht nebenan im Gemeindehaus, sondern hier in der Kapelle mit dabei. Mal gucken, ob wir sie sehen können. Da sind sie, hinter uns. Hallo. Wenn man Geburtstag hat, darf man sich ja etwas wünschen. Das geht nicht immer in Erfüllung, aber Fragen kostet ja nichts. Vor ein paar Tagen haben wir gesehen, dass wir 2940 Abonnentinnen und Abonnenten auf unserem Kanal haben. Es fehlen also nur noch 60 bis zur magischen 3000er-Marke. Wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, dann wäre heute wirklich eine tolle Gelegenheit dazu. Wenn du auf den Abo-Knopf unten rechts unter dem Video klickst, siehst du ein paar Sekunden später, wie hier bei uns der Zähler steigt. Ich bin sehr gespannt, wie weit wir da kommen. Oder ob heute nur die echten Hardcore-Lifeliner dabei sind und ihr alle schon den Kanal abonniert habt. In der vergangenen Woche konntet ihr abstimmen, welche 5 Lieder ihr heute Abend hören wollt. Und das erste von diesen Liedern spielen wir jetzt. Albert Frey hat es geschrieben und es heißt Regenbogenfarben. Unsere Tränen, Gott fühlt unseren Schmerz, Gott kennt unser Sehnen, weiß um unser Herz. Er kann uns verstehen, wenn keiner uns versteht, Trost und Liebe geben, wenn uns die Hoffnung fehlt. Regen fällt und fällt, durchdringt die ganze Welt, seht, der Himmel weint, im Leid mit uns vereint. Hoffnung, die das Licht in Regenbogenfarben bringt. Gott sieht unsere Tränen, Gott fühlt unseren Schmerz, Gott kennt unser Sehnen, weiß um unser Herz. Er kann uns verstehen, keiner uns versteht. Trost und Liebe geben, wenn uns die Hoffnung fehlt.
fällt, durchdringt die ganze Welt. Seht, der Himmel weint, im Leid mit uns vereint. Durch die Wolken dringt, ein Sonnenstrahl und bringt Hoffnung wie das Licht in Regenbogenfarben. Hallo Petra, wir wollen ja heute ein paar Fragen, ein paar Interviews machen und ich darf dich interviewen. Du bist eine Frau der ersten Stunde, seit dem 15. März 2020 mit dabei. Kannst du was davon erzählen, wie das war? Ja, das war total spannend. Also wir wussten ja 3 Tage vorher, dass der Lockdown kommen wird. Und während ich noch darüber nachdachte, dass es eigentlich schade ist, wenn die Menschen da nur noch irgendwo einen gestreamten Gottesdienst aus irgendeiner Kirche sehen könnten, und ich noch nachdachte, das wäre echt cool, wir hätten sowas aus Lübeck. Und ob ich vielleicht mal in St. Jürgen anfragen könnte, da rief Heiko an und sagte, du, wir haben überlegt, ob wir sowas nicht machen können. Das war irgendwie super, passte toll. Und dann haben wir, glaube ich, innerhalb von 48 Stunden den ersten Lifeline-Gottesdienst auf die Beine gestellt zusammen. Du bist Pröbstin im Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg. Und ich immer mal wieder fragen Menschen, auch aus der Community, was bedeutet das eigentlich? Was ist eigentlich eine Pröbstin? Was heißt das? Genau, also für die kirchlich Engagierten, die sich so ein bisschen auskennen, nördlich von Hannover heißt das irgendwie Pröbstin, weiter im Süden heißt das Superintendentin und in manchen Gegenden, ich glaube von Württemberg, heißt das Dekanin. Also ich bin die leitende Geistliche eines Kirchenbezirks, so. Bei uns heißt das in der Nordkirche eben Kirchenkreis, zusammen mit meinem Kollegen. Und das heißt, wir sind nicht mehr in der Gemeinde tätig als Pastorin, sondern für den ganzen Kirchenkreis. Und ein wichtiger Punkt ist, wirklich zu leiten, den Kirchenkreis zu leiten, ja auch so in Orga- und Verwaltungssachen, aber eben auch tatsächlich zu schauen, wo gibt es Entwicklungen, die wir fördern müssten im Kirchenkreis, in der Kirche, wo gibt es Projekte, die vorangebracht werden könnten, wo muss vielleicht auch mal was enden und einer muss das sagen. Also das sozusagen, das Ganze im Blick zu haben, also über den jeweiligen Tellerrand hinauszuschauen. Das passt dazu. Hättest du damit gerechnet, dass Lifeline nach Corona tatsächlich weitergeht? Ein digitales Gottesdienstformat. Ehrlich gesagt, natürlich am Anfang nicht. Das war ja irgendwie so eine spontane Idee. Aber relativ schnell, weil ich gemerkt habe, dass so viele Leute sich angesprochen gefühlt haben. Und wir ja Dauer-GottesdienstbesucherInnen dann auch irgendwie hatten, weit über Deutschland hinaus, in Österreich, in der Schweiz. Ich erinnere an ein paar aus Teneriffa, die da irgendwie, oder aus den Kanaren, die da irgendwie, La Palma war es, genau, die da irgendwie fest saßen und nicht mehr auch zurück konnten. Und gleichzeitig zu merken, wie schnell doch so eine Gemeinschaft, also eine digitale Gemeinde entstanden ist. Sodass ich, glaube ich, schon nach einem halben Jahr gedacht habe, da ist so viel Potenzial drin, das müssen wir unbedingt weitermachen, auch wenn wir wieder Gottesdienste vor Ort in den Kirchen feiern dürfen. Also als zusätzliches Angebot, ja, genau. Du trägst Verantwortung in der Kirche, das macht dein Amt, das hat es so in sich. Was denkst du oder wie siehst du das, was kann die Institution Kirche von diesem Projekt lernen?
Also ich glaube, das sind mehrere Sachen. Also das eine ist, das ist ja jetzt nichts Neues, dass unsere Welt digitaler geworden ist und dass es, glaube ich, gut ist, als Kirche auch im digitalen Raum zu sein. Aber eben nicht nur mit aufgezeichneten Sachen, also sozusagen zeitversetzt, sondern zu sagen, wir sind zwar nicht am selben Ort physisch so, aber wir feiern gemeinsam Gottesdienst. Also es gibt wenigstens die Möglichkeit, dass wir zum gleichen Zeitpunkt oder fast zum gleichen Zeitpunkt Gottesdienst feiern, wirklich zusammen beten, bei den Fürbitten wirklich merken, jetzt in diesem Moment beten ganz viele mit Menschen mit mir zusammen dieses Gebet und gleichzeitig aber die Möglichkeit auch zu haben, wenn ich das aber nicht schaffe oder das aus was für Gründen auch immer, dass Menschen den Gottesdienst auch später, ich finde schon durchaus auch ein Stück feiern können. Und also diese Möglichkeit, ich muss nicht an diesem Ort sein oder ich muss auch nicht zu diesem Zeitpunkt da sein, finde ich, ist etwas, wo wir merken, dass wir damit offensichtlich was getroffen haben und viele Leute da dabei sind. Und ich finde, das ist etwas, was wir lernen können als Kirche. Ich glaube, ein zweiter Punkt, der auch deutlich ist, ist, dass wir hier schon von Anfang an in St. Jürgen einfach davon gut hatten, dass die Kirchengemeinde sowohl was die Ehrenamtlichen angalt, aber auch sozusagen die technische Ausstattung, da war einfach schon viel da. Und das merken wir ja auch jetzt, dass wir immer noch mal neue Sachen dazu kaufen müssen, entweder weil Sachen kaputt gehen, Verschleiß, oder aber, dass man doch nochmal denkt, Mensch, mit so einer mobilen Kamera zum Beispiel, da könnte man ja noch ganz tolle Sachen mitmachen. Also was ich sagen will, es lohnt sich auch bei so einem Projekt und bei neuen Projekten auch Geld in die Hand zu nehmen. Also Ressourcen, sowohl Personal, auch zu merken, das geht nicht alles ehrenamtlich. Für manches braucht man auch Menschen im Hauptamt und man braucht auch einfach Geld für Ausstattung. Eine letzte Frage. Hast du einen Geburtstagswunsch für Lifeline? Ja, ich wünsche mir, dass uns nie die Lust ausgeht und die Begeisterung und auch nicht die Ideen. Und ich wünsche mir, es macht echt Freude, die Community auch mal zu treffen. Das war toll auf dem Kirchentag. Und dass solche Sachen auch immer mal wieder möglich sind. So Begegnungen im Digitalen und von Face to Face. Dankeschön, Petra. Gerne. Wir machen weiter mit Musik. Und zwar, zwei Dinge sind besonders wichtig bei Lifeline. Oder es gibt keine strenge Trennung zwischen Musik machen und sprechen. Und deswegen ist immer mal ein bisschen Bewegung und die Band setzt sich immer mal neu zusammen. Und heute war es uns wichtig, Menschen mit Musik machen, die sonst an anderen Stellen Positionen sitzen und so, auf die wir nicht verzichten können. Und so ist heute Janos hier unten auf der Bühne, der sonst oben in der Bildregie sitzt. Und wir hören von ihm When You Say Nothing At All. How you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear. Say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you catch me wherever I fall.
you say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you can drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. Nothing at of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Schön, dass ihr da seid, Jette und Stefan. Ich muss dazu auch erklären, wir sind ja, wir haben ja einfach alle auch noch andere Positionen sozusagen. Ihr habt euch gerade losgeeist, um hier im Interview zu sein. Dankeschön. Die erste Frage an dich, Jette. Wann hast du das erste Mal von Lifeline gehört und wie ging es los für dich? Das ist lange her. Ich bin seit dem ersten Gottesdienst dabei. Ich vermute, das war an dem Freitag, dem 13. März, als sich die Ereignisse so überschlagen haben, wo wir angefangen haben zu überlegen, ein digitales Angebot zu machen und dann klar war, okay, das ist jetzt sinnvoll, weil jetzt ist Lockdown. Und dann haben wir in Windeseile unsere Technik eingeladen und hier in der Kapelle wieder aufgebaut am Samstag. Und dann haben wir den ersten Gottesdienst einfach mal gewagt. Genau, das ist ein bisschen besonders. Es war ja unter Corona. Also es ist bei mir auch so ein bisschen wie wir sind eine Zeit im Nebel oder in Watte. Aber auffällig ist, gerade bei den Ehrenamtlichen, das ist irgendwie, Lifeline ist so eine Art Familienprojekt. Das hatte mit der Zeit zu tun. Willst du das ein bisschen erklären, was das bedeutet hat zu der Zeit? Also es war damals natürlich schon so die Frage, mit wem hat man Kontakt? Und wir haben uns ja auch als Lifeline-Team so ein bisschen eingeigelt und auch abgesondert von anderen. Und dementsprechend war Lifeline so ein bisschen die Corona-Familie, in der man sich noch so bewegt hat, mit denen man sich noch getroffen hat. Genau, danke.
Stefan, wie hast du gerade so diese Zeit erlebt, die Anfänge und überhaupt, wie das so die Jahre über war? Das war sehr intensiv. Ihr habt es schon gesagt, es hat unter Corona stattgefunden. Wer sich erinnert, sonst nur unter der Woche hat man so einen Haufen Regeltermine, Sportvereine, Musik, Chor, was auch immer, Stammtisch. Da war ja nichts, war gar nichts. Und bei uns war es dann so, es ging los mit Lifeline und wie Jette schon sagte, man hat sich hier einmal die Woche, da haben wir wirklich wöchentlich, jeden Sonntag haben wir Gottesdienst gestreamt mit unserem Team. Und das war so eine der einzigen Sachen, die damals im Alltag überhaupt stattgefunden haben, die Glück hatten durften, irgendwie zur Arbeit gehen. Und ansonsten haben wir hier Gottesdienst gemacht und die ganze Woche darauf hingearbeitet, irgendwie geguckt, das war ja alles in den Anfängen, wie kriegen wir das möglichst besser hin zum nächsten Mal, unglaublich viel in enormer Zeit weiterentwickelt. Und geguckt, okay, wie kann das besser werden, wie kriegen wir mehr Reichweite, wie kriegen wir es technisch organisiert. Das war total intensiv, gerade auch mit den Leuten, dass so viele Ehrenamtliche, unsere sogenannte Teamer-Family hier in der Gemeinde, sofort zusammengekommen ist und gesagt, ja klar, machen wir mit, wir streamen jetzt Gottesdienst. Ursprünglich hieß es, ja, vielleicht so in 2 Wochen, es ging ja Schlag auf Schlag mit den Einschränkungen, und dann hieß so, übermorgen, na gut. So, und dann haben wir, wie jetzt schon sagte, ganz, ganz schnell gesagt, jetzt geht's los und bis heute hat es geklappt. Ja. Also das kann ich auch nur sagen, also Teamer sind so, du sagtest Teamer Family, das ist schon beeindruckend, wenn man dann sagt, lass uns mal dann, wenn es dann irgendwie stimmt und irgendwie geht, wird es auf die Beine gestellt. Jette, was hast du denn so über die Jahre in Aufgaben schon bei den Gottesdiensten hier übernommen? Hier gibt es ja viele Positionen und vielleicht, genau. Ja, da muss ich mal überlegen. Also angefangen habe ich mit Kamera. Und das ist auch immer noch meine Stammposition, wo ich am häufigsten bin, weil es mir einfach viel Spaß macht, weil man sich ausprobieren kann, weil man ja auch durch die verschiedenen Kameras durchaus auch mal verschiedene Blickwinkel hat. Jede Kamera kann unterschiedliche Szenen gut einfangen. Ansonsten war ich auch schon in der Bildregie und im Schnitt, also habe entschieden, welches Bild tatsächlich gerade live ist. Und im Stream, also darauf zu achten, dass das, was wir hier alles Schönes machen, tatsächlich auch übers Internet, über YouTube und BibelTV gesendet wird. Aufnahmeleitung habe ich auch schon mal gemacht. Da alles zu koordinieren, dass jeder am richtigen Ort ist, zur richtigen Zeit und keiner durchs Bild läuft. Ja, also in den Jahren kommt man ganz gut rum hier, darf sich überall ausprobieren. Genau, da wäre das dann auch interessant, welche Position hast du meistens inne? Ich meine, ich weiß die Antwort, aber vielleicht magst du es selber sagen. Da kann ich nicht so viel vorweisen, Jette. Ich bin standardmäßig am Tonmischpult. Das heißt, wir haben auch heute ganz viel Musik dabei, dass jeder irgendwie ein Mikrofon hat und das am Ende auch zu hören ist und möglichst die Aussteuerung gut gelingt. Das mache ich während der Gottesdienste. Und ansonsten, die ganze Technik muss irgendwie aufgebaut werden und gepflegt werden. Da bin ich hinter den Kulissen noch ganz viel aktiv und halt das entstand und entwickelt es weiter und baust auf und ab und was so dazugehört. Okay, dann habe ich noch eine aus der Community, eine Frage, die geht wahrscheinlich eher an dich, Stefan, eine letzte Frage. Und zwar, wie wird es gemacht, dass keine Rückkopplungen entstehen? Das ist eine spannende Frage. Bei Lifeline ziemlich einfach, weil Rückkopplungen entstehen, indem ein Mikrofon, in der Regel den Lautsprecher, der das eigene Signal des Mikrofons wiedergibt. Nehmen wir an, ich wäre jetzt auf einem Lautsprecher zu hören und dieser Lautsprecher würde direkt in das Mikrofon wieder reinschallen, dann hätte man eine Rückkopplung. Okay. Die Lautsprecher bei Lifeline sind ziemlich weit weg. Das sind nämlich eure Mikrofone bzw. eure Fernseher, Handys, was auch immer zu Hause. Und das schallt von euch zu Hause nicht wieder bis zu uns zurück, da wir in der Kapelle selber keine Lautsprecher verwenden, bis auf einen ganz kleinen, sondern nur In-Ear-Monitoring, das sind die Stöpsel, gibt es einfach keinen Lautsprecher, genau, Katja hat eine Mohr, gibt es einfach keine Lautsprecher, die wieder in die Mikrofone strahlen. Sprich, auch für mich als Tonmenschen ist das, was Rückkopplung angeht, eine sehr entspannte Nummer bei Lifeline. Dafür gibt es andere Sorgen und Probleme. Ja, ich danke euch ganz herzlich für eure Information, vor allem für euer Engagement. Ich bin ja, wir sind schon zusammengewachsen über die 4 Jahre und das ist einfach großartig, auch alle anderen hier, dass ihr euch so engagiert. Dankeschön. Und jetzt gibt es ein Lied, das für den Nürnberger Kirchentag komponiert und getextet wurde, im Rauschen dieser Zeit.
strömt oft unerwartet auf mich ein. Wie schwimme ich mich wieder frei? Zurück zur Wahrheit, will vom Meinungsstrudel weg. Ich sehne mich nach dir zurück. Ich will deine Stimme hören im Rauschen dieser Zeit. Ich will deine Spuren klarer sehen. Wenn der Nebel dichter wird, dann nimm mich an die Hand und halt mich fest. Dich zu fokussieren. Es ist so leicht, sich zu verlieren. Ich schau nach vorn, du bist das Ziel auf meinem Weg. Auch wenn ich nur verschwommen sehe, ich will deine Stimme hören im Rauschen dieser Zeit. So, ihr müsst nicht die ganze Zeit stehen, ihr dürft zwischendurch auch mal sitzen heute, Feline und Gudrun. Ihr seid selten zu sehen in den Gottesdiensten, aber jedes Mal nach dem Gottesdienst in der Kapelle, weil ihr uns was mitbringt aus dem Chat oder aus dem Gottesdienst. Was macht ihr eigentlich während des Gottesdienstes? Kaffee trinken, Schnittchen essen? Gudrun, sag mal. Ja, während des Gottesdienstes sind wir halt nicht in der Kapelle, sondern im Gemeindehaus. Und wir sammeln vor allen Dingen die Fürbitten, die uns zugesandt werden im Chat, per SMS, WhatsApp oder per E-Mail. Und die drucken wir auf Karten. Davon geht ein Haufen zu Aitana oder demjenigen, der gerade als der Gemeindedolmetscher da ist. Und der andere Stapel geht in die Kapelle. Und die werden ja hier direkt im Gottesdienst verlesen. Und so können wir halt die Gemeinde beteiligen, die vor den ganzen Geräten sieht. Und was wir machen. Bevor wir über die Fürbitte noch mal genauer reden, frage ich mich, wie seid ihr eigentlich zu Lifeline dazugekommen? Musstet ihr irgendwie von der Straße oder hattet ihr nichts zu tun? Nee, wir hatten nichts zu tun, das ist tatsächlich so. Ich bin, glaube ich, zum dritten Gottesdienst dazugerufen worden. Ob ich nicht da irgendwie mitmachen wollte, ich könnte doch ein bisschen was am Computer. Und dann habe ich mich eingearbeitet in die Chatbetreuung und in die Fürbittenmoderation und so weiter. Mhm. Ihr teilt euch die Aufgaben ein bisschen auf, glaube ich. Feline ist vor allen Dingen dafür da, dass die Fürbitten irgendwie sortiert werden und nee, nicht. Ich krieg's ja nicht mit. Also wir betreuen beide den Chat,
Gudrun noch deutlich intensiver, weil ich nebenbei auch noch kleine Probleme löse. Ich bekomme die WhatsApp und die E-Mails auch noch zusätzlich. Und ich bin auch in Kontakt mit dem jeweiligen Fürbitten-Runner oder der Fürbitten-Runnerin, die dann diese Stapel sortiert. Das, die werden dann auch, die traurigen Fürbitten werden mit so einem Smiley, mit einem nicht lachenden Smiley markiert und das so ein bisschen zu koordinieren auch, ja. Oder wir brauchen Akkus drüben oder ich muss irgendwas in die Gruppe schreiben, schnell, was, weil was nicht stimmt. Oder wenn im Chat zum Beispiel gesagt wird, Ton und Bild ist versetzt, da stimmt irgendwas nicht, dann melde ich das schnell rüber. Warum malt ihr lachende oder traurige Gesichter auf die Karten? Wenn, wenn die, die hier die Fürbitten lesen, schon einen traurigen Smiley sehen auf der Fürbitte, dann wissen sie, dass es eine traurige Fürbitte ist. Das heißt, es ist jemand gestorben, jemand liegt im Krankenhaus und so weiter. Und das kommt ja häufiger vor, dass Menschen in diesen Zeiten dann besonders Trost brauchen. Und ich lese eine Fürbitte anders, wenn ich weiß, da ist was Trauriges passiert. Und wir hatten ein unschönes Beispiel, wo das ganz lustig anfing und dann aber ganz, ganz überhaupt nicht lustig war. Und seitdem machen wir das auf jeden Fall. Gudrun, hast du irgendwie Momente, an die du dich besonders erinnerst aus dem Chat, an Dialoge oder Momente? Also ganz besonders berührend finde ich das, wenn die Leute sich gefunden haben durch unsere Gottesdienste. Also nicht nur im Chat, sondern dass sie sich tatsächlich gefunden haben, indem sie sich besuchen, einander Halt gegeben haben, gerade in der schweren Corona-Zeit, wo viele ja alleine waren und einsam wurden. Und da war das was ganz Tolles, dass sie dadurch zusammenkamen und sich wirklich auch persönlich getroffen haben. Und auch die Besuche hier fand ich immer ganz berührend, wenn die Leute uns hier in der Kapelle besucht haben und mal geschaut haben, was wir hier wirklich vor Ort machen. Das fand ich sehr berührend. Mein Eindruck ist ja, dass wir einen ganz sehr, sehr persönlichen Einblick in das Leben vieler Menschen haben, die uns ihre Fürbitten schicken. Mhm. Manchmal denke ich, hui, ob ich das so schreiben würde oder ob ich mich trauen würde, das so offen zu schreiben an Unbekannte. Und manchmal frage ich mich, kann ich da so mitgehen mit der Fürbitte? Nehmen wir alles, was an Fürbitten kommt? Oder wie geht ihr mit Gebetsanliegen um, wo wir anderer Meinung oder wo die meisten anderer Meinung sind oder wo es geteilte Meinungen sind? Das ist übrigens eine Frage, die aus der Community kommt, die hat Ellen gestellt. Also grundsätzlich redigieren wir sowieso ein bisschen. Also wir müssen auch mal ein Komma einfügen und die Rechtschreibung korrigieren. Das ist sehr häufig so. Denn ich möchte ja, dass die gut vorgelesen werden können, dass die Menschen sich dann auch gehört fühlen, wenn ihre Fürbitte gelesen wird. Das soll am besten flüssig sein. Deswegen ist das schon ganz gut, wenn wir da ein bisschen was rausnehmen. Wir müssen sowieso Nachnamen rausnehmen, wir müssen Diagnosen rauslöschen, gerade für BibelTV ist das sehr wichtig. Und es ist nicht immer die Zeit, noch nachzufragen, ist das jetzt deine Tochter oder ist es jetzt deine Tante oder wer auch immer. Das ist manchmal ein bisschen kritisch, da müssen wir löschen. Wenn die Ansichten, die in den Fürbitten formuliert werden, sehr extrem sind, also politisch zum Beispiel, dann müssen wir das rausnehmen. Und wir bringen aber auch, wenn jetzt eine Fürbitte dabei ist, wo wir sagen, oh, das ist jetzt aber wirklich grenzwertig, dann beten wir sie auf jeden Fall trotzdem am Ende in der Kapelle. Das ist ja dieses, was wir noch im Anschluss machen. Wir haben ja nur Platz für eine bestimmte Anzahl Fürbitten. Und wenn wir 45 Fürbitten haben, dann müssen wir die letzten 10, 15 dann in der Kapelle beten. Maike hat noch eine Frage geschickt. Also am 28. April ist der nächste Lifeline-Gottesdienst und wenn ich am 8. April um 8 Uhr morgens meine Fürbitte schicke, kann ich dann garantiert davon aussehen, dass sie reinkommt, weil ihr chronologisch vorgeht oder werden die thematisch sortiert oder wie macht ihr das? Also wir versuchen erstmal jede Fürbitte mit reinzunehmen, wenn wir den Sendeplatz haben. Und wir haben zum Teil nur thematisch sortiert, wenn es zum Beispiel gerade der Krieg war, der begonnen hat und ganz viele Menschen dazu ihre Fürbitten gestellt haben, dann haben wir die versucht, in einen Block zu nehmen. Ansonsten versuchen wir sie wirklich, so wie sie reinkommen, mit in die Kapelle zu geben. Also wenn sie 3 Wochen früher geschickt wird, dann ist die Gefahr, dass sie in den E-Mails nach unten rutscht, schon größer. Also ab Freitag ist eigentlich gut. Ab Freitag nehmen wir Fürbitten an. Ja. Hast du einen Geburtstagswunsch für Lifeline, Feline? Oha. Na gut, Gudrun, hast du einen Geburtstagswunsch? Ja, ich wünsche mir, dass Lifeline weiterhin so bunt bleibt, dass wir so schöne musikalische Vielfalt dabei haben und dass immer mal was Neues auch dazu kommt.
Das würde ich mir sehr wünschen. Okay. Jetzt hast du die zweite Chance. Also das, da schließe ich mich an, dass es bunt bleibt. Wir machen die Sachen, die wir zusätzlich noch machen, besonders viel Spaß. Also wo ich auch eine andere Rolle spiele, als in einem Büro zu sitzen drüben. Also die Unterwegsandachten für den Sommer zum Beispiel. Alles, was damit zusammenhängt, das ist einfach toll und was ganz anderes. Und die Gottesdienste sind im gleichmäßigen Takt und das ist total super. Und die Extrasachen, das, ja, das macht besonders viel Spaß. Dankeschön. Vielfalt musikalisch, haben wir gehört, ist wichtig, ist den beiden wichtig. Ich warte einfach einen Moment, bis mich die drei gefunden hat. Vielfalt spielt eine große Rolle und das ist natürlich unser intimstes, stärkstes, ausdrücklichstes Anliegen. Wenn man schon eine Orgel im Raum stehen hat, wie das hier in der St. Jürgen-Kapelle ist und Kirchenmusik eben eigentlich in erster Linie immer erstmal als Orgelmusik gesehen wird, dann ist es uns auch wichtig, dass das auch vorkommt. Wir hören jetzt ein Stück von Michael Schütz. Michael Schütz ist klassischer Organist, hat aber auch schon die Weather Girls begleitet und Donna Summer und sonst wen. Ihm ist es ein Anliegen, Pop und klassische Kirchenmusik miteinander ins Gespräch zu bringen und einander näher zu bringen und mal gucken, ob das mit dem Stück gelingt. That's It von Michael Schütz. Dankeschön. Hallo Nathanael, Johannes, vielen Dank fürs Orgelstück. Ich fange gleich mal mit dir an, Johannes. Du hast Schuhputzzeug geschenkt bekommen, weil deine Schuhe zu sehen waren bei Lifeline. Sonst sitzen Organisten ja auch oft auf Orgelempuren und weit weg. Und bei Lifeline bist du auch hier in der Kapelle ja ständig zu sehen. Ist das sehr ungewohnt? Ist das ein Problem für dich als Kirchenmusiker oder?
Also es ist am Anfang erstmal natürlich ungewohnt und niemand außer mir sieht eigentlich die Orgelschuhe. Also jeder Organist weiß, so Orgelschuhe funktionieren richtig gut, wenn sie abgenutzt oder wir würden sagen eingespielt sind. Also dann sehen sie vielleicht nicht mehr ganz frisch aus, aber man kann halt sehr gut auf den Tasten gleiten, wie man das halt beim Orgelspielen braucht. Okay. Und genau, so bekam ich dann halt den Hinweis, dass als hier jetzt dann doch die Schuhe häufiger mal zu sehen waren, dass ich doch die Schuhe putzen sollte. Ich hoffe, heute sehen sie noch einigermaßen aus. Aber also sehen super aus. Ja. Du kannst ja nochmal in die Kamera halten. Aber ja, genau. Sonst hat man eben auf der Orgelempore so seinen Rückzugsraum, aber hier genau, ist man eben mittendrin dabei. Ja, danke. Nathanael, bist du schon mal von Unbekannten irgendwo auf der Straße angesprochen worden, auf Lifeline, weil man dich irgendwie erkannt hat? Ist dir sowas schon mal passiert oder sprechen dich Kolleginnen oder Kollegen darauf an? Oder? Also so auf offener Straße kann ich mich nicht dran erinnern, aber es hat mich mal ein Kollege angeschrieben aus der Nähe von Hamburg, der einen Lifeline-Gottesdienst geguckt hatte und da eins unserer Stücke zufällig musikalisch so gut auf ein Stück gepasst hat, was er gerade komponiert und aufgenommen hat, dass er mich angeschrieben hat und gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, für ihn da den Klavierpart einzuspielen. Okay. Und hast du das? Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe das Endresultat nie gehört, aber das war alles noch zur Lockdown-Zeit. Da war das dann immer eine schöne Abwechslung. Ja, also so ein Vernetzen so ein bisschen hat dann schon stattgefunden. Das ist super. Johannes, du hast klassische Kirchenmusik studiert. Du bist Organist und Kantor hier in der Kirchengemeinde in St. Jürgen. Wo liegen denn aus deiner Sicht die Unterschiede zwischen Pop und Klassik beim Musizieren? Jetzt bin ich gespannt. Ich auch. Beim Musizieren an sich, würde ich sagen, gibt es gar nicht so wahnsinnig viele Unterschiede. Klar sind die Stile unterschiedlich, in die Instrumentalisation, Instrumente zum Beispiel. Aber das Musizieren an sich, gut, also in der Klassik würde ich sagen, ist einfach mehr noch notiert, mehr ausgeschrieben. Man hält sich viel an den Notentext und in der Popmusik ist man halt eher, wird mehr improvisiert. Mhm. Ja, genau. In der Klassik war es zumindest früher auch so, also zu Zeiten des Generalbasses, dass ja auch viel improvisiert wird. Ich finde es schade, dass es jetzt weniger geworden ist, weil doch vieles aufgeschrieben wird, um vielleicht sich Probenzeit zu ersparen vielleicht. Aber ich finde, also beide Stile lassen sich, finde ich, auch gut kombinieren. Und du bist ein lebendes Beispiel dafür, also dass du auch mit uns sozusagen diesen Weg gegangen bist, auch mit Lifeline, Popmusik und Klassik. Es kommt ja alles irgendwie drin vor. Und noch eine letzte Frage an dich, Nathanael. Du spielst hier bei Lifeline, aber du bist eben auch Kantor für Popularmusik. Du hast auch Kirchenmusik studiert und hast deinen Schwerpunkt tatsächlich auf Popularmusik. Bist für den ganzen Kirchenkreis zuständig. Ganz kurze Antwort. Warum ist es dir wichtig, dass es auch Popmusik in der Kirche gibt? Kurz. Also für mich persönlich, weil das ist die Musik, wo ich mich am meisten wiederfinde, also die Stile, die da alle zugehören, wo ich Spaß dran habe und mich ausleben kann. Und für die Allgemeinheit, erstmal hat jede Art von Musik ihre Berechtigung, auch in der Kirche zu erklingen. Und ja, ist halt dann die Chartmusik vielleicht nicht unbedingt, aber die geht ja in den Pop-Bereich oder alles drumherum, dass das viele Leute gut finden und auch da den Zugang zur Kirche finden und sich da in der Musik wiederfinden. Dankeschön. Das Schöne ist, dass ich jetzt mit beiden gleich zur Bühne gehen darf und wir singen das nächste Lied, den nächsten Hit sozusagen, der aus der Community gewählt wurde. Und zwar ist es das Lied »Lege deine Sorgen nieder« von Sephora Nelson.
Lege deine Sorgen nieder, leg sie ab in meiner Hand. Du brauchst mir nicht zu erklären, denn ich hab dich längst erkannt. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder. Lass sie los in meiner Hand. Lege sie nieder, lass einfach los. Lass alles fallen, nichts ist für deinen Gott zu groß. Lege deine nieder, die Gedanken in der Nacht. Frieden gebe ich dir wieder, Frieden hab ich dir gebracht. Lege sie nieder in meiner Hand. Komm, leg sie nieder, lass sie los. Lege deine Sünde nieder, gib sie mir mit meiner Scham. Du brauchst dich nicht länger tragen, denn ich hab für sie gezahlt. Lege sie nieder. Lege sie nieder.
ist ein bisschen Bewegung am Start. Aber jetzt darf ich wieder sitzen. Und zwar mit Finn und Olli. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, nicht nur hier jetzt mitzumachen, sondern jetzt euch auch hier hinzusitzen. Bei Olli könnte er meinen, dass er in seiner Freizeit Mittelalterspiele oder so veranstaltet als Ritter oder so. Aber das ist nicht keine Verkleidung, sondern das brauchst du hier im Gottesdienst. Genau, ich brauche diese Weste hier im Gottesdienst. Daran ist meine Steadicam befestigt, die Kamera, die sich hier durch den Raum bewegen kann. Und damit kann ich halt Bilder machen von Orten, wo die statischen Kameras, die auf den Stativen stehen, keine Bilder machen können. Es gibt eine Frage aus der Community, und zwar von Katrin. Die hat gefragt, ob wir die ganze Technik schon vor Corona gehabt haben oder ob wir das wegen der Live-Gottesdienst-Übertragung alles angeschafft haben. Das ist eine gute Frage. Und es ist tatsächlich so, dass wir den Großteil der Technik vorher schon hatten. Weil wir vorher schon Veranstaltungen gemacht haben, weil wir vorher auch schon mal den einen oder anderen Livestream gemacht haben. Zum Beispiel haben wir die Krippenspiele bei uns in der St. Martin-Kirche live übertragen. Das waren mehr Generationen Krippenspiele. Und dadurch, dass wir gemerkt haben, wir können das umsetzen und wir haben irgendwie Sachen, die wir gerne ausprobieren würden, haben wir dann allerdings auch Sachen dazugekauft, wie zum Beispiel die Steadicam, genau. Weil es dann irgendwann langweilig wurde mit drei stehenden Kameras. Und deshalb sitzt du jetzt hier. Finn hat miterlebt in der Konfirmandenzeit, warum wir schon vorher eine ganze Menge Technik hatten, denn einmal im Jahr machen wir eine große Freizeit, da warst du mit. Daran erinnere ich mich lustigerweise noch sehr lebhaft, aus unterschiedlichen Gründen, die jetzt ein Geheimnis bleiben müssen. Bitte. Dann haben wir uns lange nicht gesehen und jetzt bist du vor kurzem wieder aufgetaucht und bist hier massiv und talentiert und mit Begeisterung eingestiegen. Wieso? Wie kommt das? Also ich habe es einfach mal ganz spontan ausprobiert und dann waren es die Menschen, die mich zum Bleiben getrieben haben, denn es ist ein unglaublich tolles Team hier, tolle Arbeitsatmosphäre und ja, macht einfach Spaß, man ist gern hier. Okay. Genau. Verpasst hast du natürlich, dass wir in Nürnberg waren auf dem Kirchentag. Wie muss ich mir das vorstellen, Olli? Wer das nicht weiß, was heißt das, wenn wir mit Lifeline zu einem Gottesdienst in Nürnberg fahren? Wie viele Menschen waren beteiligt, grob geschätzt? Wie viele Kubikmeter Kabel? Also Menschen beteiligt viele auf jeden Fall. Also es ist ja auch schon hier in der Kapelle so, dass wir mit einem großen Team immer die Gottesdienste machen. Und wenn wir auf Reisen sind, dann sind es noch ein paar mehr, weil der ganze Kram natürlich auch noch abgebaut werden muss, dahin geschafft und da aufgebaut werden muss. Wir sind mit einem großen LKW nach Richtung Nürnberg gefahren, haben den hier morgens früh gepackt, sind einen ganzen Tag lang darunter gefahren und haben dann von dort einen Gottesdienst senden können, was natürlich auch etwas sportlich war, denn wir hatten etwa 2 Stunden Aufbauzeit, um alles dahin in den Raum zu stellen, wo wir Gottesdienst feiern durften. Es war ein Erlebnis. Ich habe nicht alles mitgekriegt, was so alles im Hintergrund gelaufen ist. Da war ich manchmal auch ganz froh drüber. Katrin hat noch eine Frage gestellt, nämlich was passiert eigentlich, wenn technische Probleme auftreten und ihr merkt, dass ihr euren geplanten Ablauf nicht so durchführen könnt, wie ihr wollt? Kürzt ihr dann weg oder lasst ihr was weg oder kürzt ihr den Rest oder was macht ihr dann? Wenn wir in der Zeit drüber sind, was passiert dann? Wenn wir richtig Probleme haben, also ich habe erstmal Panik. Aber man wird gut durchgeleitet, einmal oben von der Regie auch. Und dann ist da, ich glaube, Kommunikation irgendwie immer der Schlüssel. Und manchmal wird was gekürzt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Lieder so ganz spontan nochmal abgeändert werden. Und manchmal holt man das auch einfach mit dem Sprechtempo raus. Und ja. Also bei Abänderungen von den Liedern kann ich dir verraten, gibt es 2 Modelle. Das eine ist das Geplante, dass wir sagen, wir lassen einfach 2 Strophen weg. Das andere ist, es geschieht. Weil es einfach der Heilige Geist gerade so bewirkt hat. Olli, was ist dein Wunsch für Lifeline, dein Geburtstagswunsch? Mein Wunsch ist, dass wir das weitermachen können, dass wir weiterhin junge Leute finden, die Lust haben, an dem Projekt mitzuwirken und dass in der Kirche alle Hebel in Bewegung gesetzt werden, dass solche Projekte Zukunft haben können. Hast du auch was? Also ich kann mich dem dann nur anschließen und Musik, also mehr Musik. Musik, okay, da lässt sich was drehen. Oh. Musik haben wir zufällig im Angebot.
Wir haben ja gesagt, ihr lernt das Team kennen. Also erfahren wir noch was über Nathanael, was vielleicht nicht jeder weiß. Dieser Mann hat ein sehr dunkles Geheimnis. Man sagt ja, die drei natürlichen Feinde des Musikers sind Licht, Luft und das Gebrüll am Morgen der Vögel. Aber er ist auch abends lichtscheu unterwegs, denn er sitzt im Orchestergraben bei einer riesengroßen Musical-Produktion ab und zu und spielt dann mit. Leider ist es nicht das ABBA-Musical Mamma Mia, sondern König der Löwen. Aber das ist vollkommen egal, weil ich diese Tatsache, dass er überhaupt im Orchestergraben beim Musical sitzt, dafür nutze, zu erzählen, was es jetzt gibt. Denn Mascha ist mit auf die Bühne gekommen. Mascha steht sonst hier hinter der Kamera mit einem Mikrofon und erzählt uns auf die Ohren, wann wir zu spät sind, was wir gerade falsch gemacht haben, wann wir stehen bleiben sollen und wann wir loslaufen sollen. Sie hat den Überblick und sie macht die Aufnahmeleitung. Ein extrem stressiger Posten. Und eigentlich würde sie lieber immer singen im Gottesdienst, aber weil sie es so schrecklich gut macht, muss sie immer Aufnahmeleitung machen. Mascha hat sich ein Lied gewünscht, das sie heute singen möchte und darauf freue ich mich sehr. My Love, My Life aus dem ABBA-Musical Mamma Mia. Strong, I'm invincible. How could this go wrong? No, here's where we belong. I see a road ahead. I never thought I would dare to. Like an image passing by, my love, my life, in the mirror of your eyes, my love, my life, I can see it all so clearly, all I love so dearly, images passing by, like reflections of your mind, my love. My life are the words I try to find, my love, my life. But I know I don't possess you with all my heart. God bless you. You will be my love and my life. You're my one and only. Close to me, felt your heartbeat, and I thought I was free. Oh, yes, and as one are we in the now and beyond. Nothing and no one can break these bonds. Like an image passing by, my love, my life, in the mirror of your eyes, my love, my life, I can see it all so clearly, all I love so dearly. Images passing by, like reflections of your mind, my love, my life, are the words I try to find, my love, my life. But I know I don't possess you with all my heart. God bless you, you are still my love. Mal einen Schritt nach hinten getreten, weil hier
die Informationen eigentlich alle zusammenlaufen. Wir machen hier unser Zeug, aber die beiden wissen, wie eigentlich darauf reagiert wird. Wie ist denn so die Stimmung im Chat? Ist überhaupt noch jemand dabei? Ja, man gerade so. Also es sind 216 Zuschauer im Moment. Wir sind total begeistert. Bei den Abonnentenzahlen, da könnte sich noch was tun, aber vielleicht ja im Nachhinein. Abonnentenzahlen? Wie macht man das denn? Oh, das ist aufregend. Man drückt auf YouTube auf den Abonnieren-Knopf. Verrückt und gesagt. Auf die Glocke daneben. Genau, das wäre noch toll, weil wir wollten ja eigentlich auf die 300 kommen. 3000, Entschuldigung, 3000. Eine Null mehr. Ja, im Chat ist viel los. Magst du mal? Ja, viele, viele freuen sich mit uns hier zusammen Geburtstag zu feiern und finden das toll, was wir bieten. Gerade die Musik wird sehr geliebt, auch die Zusammensetzung aus eurer Familie, dass so viele musikalische Familienmitglieder heute aktiv sind. Und ihr habt unseren Hund noch nicht gehört. Ja, könnt ihr ja nächstes Mal mit einfliegen. Genau. Aber es ist auch, was ich immer sehr bewegend finde, die Menschen im Chat teilen ihre Sorgen und das, was sie gerade bewegt. Und wenn sie in Trauer sind, wenn jemand im Sterben liegt, wenn jemand krank ist. Und die schreiben das und dann wird es von den anderen aufgenommen und es gibt gute Wünsche und die wünschen sich viel Kraft. Und das ist wirklich eine tolle Gemeinschaft. Das ist das, was ich toll finde und nah und gemeinschaftlich finde im Vergleich auch zu einem analogen Gottesdienst. Das finde ich wirklich besonders toll und deswegen finde ich es so toll, im Chat hier mit zu sein. Ich denke immer, das ist so ein bisschen wie bei Konfirmanden, die in der letzten Reihe sitzen und tuscheln, also sich irgendwie auch drüber amüsieren, was jetzt gerade passiert oder wer gerade mit wem und so. Irgendwie ist der Chat, finde ich, so ein bisschen das Gleiche für Erwachsene, oder? Täusche ich mich? Ja, doch, ungefähr so. Nur vielleicht noch ein bisschen mehr kreuz und quer, weil die Konfirmanden hören sich dann ja nicht über den Raum hinweg. Aber es ist auf jeden Fall eine tolle Gemeinschaft. Manchmal schon. Okay. Es gibt eine Gelegenheit, bei der im Chat, das weiß ich nun vom, ich gucke es mir im Nachhinein immer an, aber da drehen alle durch. Nämlich, wenn jemand hier singt, der sonst immer nicht singen darf. Sie würde schrecklich gerne viel öfter singen, aber sie kann etwas anderes, was keiner kann außer ihr, nämlich Gebärdensprache. Aitana ist heute hier und singt mit uns und für uns. Bei mindestens zwei Liedern, ich habe den Überblick verloren, was wir jetzt eigentlich auch noch alles machen. Aber das erste weiß ich, dass wir es machen. How deep is your love, singt Aitana. Und da müssen wir jetzt, wir müssen da auch rüber, ja, weil Aitana hat sich gewünscht, sie will Bass und eine zweite Frauenstimme und dann müssen wir da jetzt mal hin. Und ich muss meine Noten suchen. Meine Noten sind eingeschlafen. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you've come to me on a summer breeze, keep me warm in your love and your soft belief, and it's me you need to show. It's your love, how deep is your love? I really mean to learn, 'cause we're living in a world of fools, breaking us down when they all should let us be. We belong to you and
Das war jetzt auch ein bisschen die Rubrik, wenn Lieder ungeplant kürzer werden. Wir wollten das einfach mal vorführen, was dann ist. Ich hatte den Ablauf anders im Kopf, aber gut. Vielleicht war ich das auch. Wenn alle aufhören, ist gut am Schluss, das ist die Hauptsache. Ja. Hauptsache zusammen. Aitana, wenn ich, selbst wenn ich predige, gucke ich mir das im Nachhinein an. Nicht etwa, weil ich mich so gerne reden höre, sondern weil ich das spannend finde, was bei dir dabei rauskommt, wenn du in Gebärdensprache übersetzt. Das ist eine sehr bildhafte Sprache. Manchmal sind es kleine Theaterstücke, die du da aufführst. Wie bereitest du dich eigentlich darauf vor? Ja, also meistens bekomme ich ja von euch, was passiert, einen Tag davor oder zwei Tage, also den Ablauf, die Predigt vor allem. Ne? Es geht ja darum zu wissen, worum werden wir reden und gibt es manche Begriffe, die ich vielleicht einfach noch nie gebärdet habe, weil gebärden kann ich, aber so manche Begriffe benutzt man ja gar nicht so im Alltag, ne? So kirchliche Begriffe, ja, so bereite ich mich eigentlich darauf vor. Wie kommt es, dass du Gebärdensprache beherrschst? Meine Eltern sind beide gehörlos, genau, und daher ist es meine Muttersprache, so von Kind auf. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Es ist ja eigentlich deine Vatersprache, weil dein Vater war einer der Mitbegründer der deutschen Gebärdensprache. Aber du sprichst ja noch, du bist viersprachig aufgewachsen, ja. Das weiß ich ja. Ja, also es ist so ein bisschen schwierig. Ne? Mein Vater ist deutsch und gehörloser, deswegen gebärdet er, also benutzt er die deutsche Gebärdensprache. Meine Mutter ist Spanierin und gehörlos, deswegen benutzt sie die spanische Gebärdensprache. Und gleichzeitig bin ich aber hörend und bin in beiden Ländern auch mehr oder weniger zum Teil groß geworden und spreche deswegen auch die Lautsprachen. Aber ja. Genau. Kommst du da manchmal durcheinander? Ja, voll. Es passiert mir auch hier manchmal, ne, dass wir gerade zum Beispiel fürbitten. Manchmal habe ich keine Zeit, die alle durchzulesen, ne, wenn die Runnerin mal zu mir gekommen ist. Und dann höre ich da spontan und dann Familie. Und in meinem Kopf ist es dann Familia. Und dann aber Familie. Und dann sage ich kurz, Entschuldigung, Familie, ne, das Richtige. Ja, kommt man mal durcheinander. Bekommst du Reaktionen von Gehörlosen, dass sie das gesehen haben oder dass sie uns geschaut haben? Ja, also es sind nicht so viele Gehörlose dabei, auch gar nicht so viele in Deutschland, wie verglichen jetzt zu Spanien. Aber es melden sich schon immer wieder welche. Ne? Also ich bekomme immer wieder den Tipp, dass in den Kommentaren jemand Gehörloses mal dabei gewesen ist. Und vor kurzem habe ich sogar, das war echt total schön, auch eine Nachricht von Dafik bekommen. Das ist eine Gemeinde auch an Pastoren, die sich mit Gebärdensprache auch beschäftigen, manche Gottesdienste auch auf Gebärdensprache anbieten oder so zum Teil. Und die haben Lifeline mitbekommen, natürlich, nach 4 Jahren. Und die fanden das einfach super, dass die Initiative der Gebärdensprache von außen auch mal kam und das nicht irgendwie explizit einen Gehörlosenverbund mobilisieren muss und sagen muss, hallo, das muss mal zugänglich gemacht werden. Und das habt ihr ja echt so gewollt von Anfang an, als ihr mich angerufen habt. Ne? So, wir wollen das zugänglich machen, kannst du das bitte? Und ja. Genau, eigentlich haben wir jemand anders gefragt, Silke Frank, ob die nicht gebärden kann, weil sie Gebärdenlehrerin ist. Ich habe gesagt, eigentlich nicht. Aber direkt neben euch wohnt Aitana, die kann das sowieso viel besser. Und dadurch haben wir uns überhaupt erst kennengelernt, obwohl wir eigentlich Nachbarn waren. Mhm. Hast du einen Geburtstagswunsch für Lifeline? Ach, ich denke, das wird alles so gut weiterlaufen, wie es läuft. Ich bin irgendwie ganz zuversichtlich, dass es am Leben erhalten bleiben wird und dass es weiter bunt bleibt und so weiter. Und deswegen würde ich mir als Wunsch wünschen, dass es Frieden gibt auf der ganzen Welt. Es klingt immer so pauschal, aber es ist ja echt gerade auch viel los, besonders in Palästina und andere Orte auf der Welt. Und
ich wünsche mir, dass jetzt auch mit dem Frühling und die Sonne für alle ein bisschen Frieden reinkommt. Das wünsche ich mir wirklich. Wir singen gleich noch einen zusammen. Yeah. Und wir lernen was bei der Gelegenheit. Wir gehen da mal rüber und Katja erklärt uns nochmal, was wir lernen und warum wir das lernen. Sie diskutiert gerade noch mit der Aufnahmeleitung, wo sie jetzt hin soll. Das ist auch Work in Progress hier. Dass wir immer noch Lifeline-Gottesdienste feiern können, liegt zum einen daran, dass die Kirche hier in Lübeck beschlossen hat, das Projekt auch nach Corona weiter zu fördern und weil ihr uns als Lifeline-Gemeinde unterstützt mit Gebeten und Segenswünschen, aber auch mit Spenden. Es ist ja so, für unsere Gottesdienste brauchen wir eine Menge Technik und die müssen wir immer wieder ergänzen und ausbauen, wie es Petra Kallis vorhin auch schon sagte. Dafür brauchen wir neben ehrenamtlichem Engagement auch finanzielle Mittel. Wir haben uns für diesen Sommer etwas vorgenommen, das wir euch besonders ans Herz legen möchten. Für die Gottesdienste richten wir jedes Mal nebenan im Gemeindehaus ein zusätzliches Fernsehstudio ein, in dem Aitana oder unser anderer Dolmetscher Hadi Möller stehen. Von dort aus übersetzen Sie unsere Lautsprache aus der Kapelle in die Gebärdensprache, wie es Aitana eben erzählt hat. Uns ist die Übersetzung sehr wichtig. Deshalb nehmen wir den Mehraufwand sehr gerne in Kauf. Aber leider macht die Übertragung der Kamerabilder und das Einrichten der Technik immer wieder Probleme, sodass es schlimmstenfalls zu Ausfällen in der Übersetzung kommt. Wir brauchen unter anderem dringend eine neue Kamera für das Gebärdenstudio, mit der zum einen die Bilder sicherer in die Kapelle übertragen werden können und die zum anderen aus der Bildregie hier in der Kapelle direkt gesteuert werden kann. Wir rechnen mit Kosten von ca. 3.000 Euro. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns beim Projekt Gebärdenstudio unterstützen könnt. Im Chat und in der Videobeschreibung findet ihr sowohl unsere Bankverbindung als auch einen Link zu PayPal. Oder ihr meldet euch bei uns, was ihr für andere Ideen oder Vorschläge habt. Bei einem Lied hätten wir euch eigentlich gar nicht fragen müssen, ob wir es heute singen sollen. Das steht unschlagbar auf 1 in der Lifeline-Lieder-Hitliste. Und das Schöne ist, wir können jetzt mit dem Lied eigentlich alles miteinander verbinden. Aitana singt. Es ist gute Musik und wir können alle ein kleines bisschen Gebärdensprache lernen. Ich finde, wir üben es einmal gemeinsam und ich glaube, Aitana zeigt es uns. Welche Gebärde brauchen wir für Leg deine Hand in meine Hand? Möchtest du das mit mir mitsprechen, Katja? Ich gehe mal auf die Bühne. Gebärden, glaube ich, das ist wichtig. Genau, also leg deine Hand in meine Hand. Deinen Schmerz ruhig auf mein Herz. Leg deine Angst zu meiner Angst. Und dann, wie geht's weiter? Leg deine Hand in meine Hand. Dein bisschen Mut ist doch genug. Friede sei mit dir. Leg deine Hand in meine Hand, leg deinen Schmerz ruhig auf mein Herz. Leg deine deine Hand in meine Hand, leg deinen Schmerz ruhig auf mein Herz.
leg deine Angst zu meiner Angst, leg deine Hand in meine Hand. Dein bisschen Mut ist auch genug. Auf mein Herz. Leg deine Angst zu meiner Angst, leg deine Hand in meiner Hand. Und dein bisschen Mut ist doch genug. Friede sei mit dir, dein bisschen Mut. Jetzt wird es spannend. Ich brauche nämlich ein Mikrofon. Ich habe zwar ein Mikrofon die ganze Zeit an meinem Kopf kleben, aber es gibt, wir haben uns was überlegt. Wir haben Fragen gesammelt aus der Community und fragen unvorbereitet irgendwen hier aus dem Team, ob sie eine Antwort haben oder nicht. Dafür wird Olli mit der Steadicam hinter mir herlaufen. Und ja, fangen wir mal an mit, weil wir gerade bei Aitana waren. Aitana, hier ist noch eine Frage an dich. Wie hast du eigentlich sprechen gelernt bei gehörlosen Eltern? Wir sind doch ab und zu mal rausgegangen. Nein, ich hatte aber auch tatsächlich eine Frühförderin. Das war Silke Frank, die du vorhin schon erwähnt hast. Eine Schülerin von meinem Vater, die hat uns mitgenommen und hat schöne Sachen mit uns unternommen und hat ein bisschen die Sprache gefördert, einfach im frühen Stadium. Aber danach, du siehst ja jetzt, ich höre nicht auf zu reden, ne? Das ist... Es hat sich verwachsen. Okay. Nächste Frage ist, wie viel Zeit benötigen wir für die Vorbereitung eines Gottesdienstes? Für Predigt, Raussuchen der Lieder, Einüben der Lieder, Schreiben des Ablaufs für die Proben zum Gottesdienst. Katja, was würdest du sagen? Wie viele Stunden Arbeit fließen da rein? Wir haben das mal so zusammengerechnet. Also es sind insgesamt 150 Stunden tatsächlich, die so ein Gottesdienst an Arbeit, also Arbeitsstunden. Das ist dann natürlich verteilt auf verschiedene Schultern, aber wir kommen auf 150 Arbeitsstunden. Okay. Und Predigt, also solche Sachen wie Lieder aussuchen, das kommt manchmal, kommen viele gute Ideen schnell oder es braucht ein bisschen. Und bei der Predigt, beim Predigtschreiben ist es auch sehr unterschiedlich. Mal mehr, mal weniger. Es kann sich ziehen, das kenne ich selbst. So, ihr beiden hier, steht auch noch da. Philine, du bist ja Community Managerin und begleitest die Community auch zwischen den Gottesdiensten. Gab es schon mal Besuch bei den Lifeline-Gottesdiensten eigentlich? Ja, sowohl bei den Gottesdiensten als auch mal zwischendurch. Wir haben ja auch schon eine Segnung hier gehabt, eine Segnung im Anschluss an die Hochzeit. Wir hatten Besuch, die plötzlich hier vorbeigekommen sind. Wir hatten angemeldeten Besuch aus England zum Beispiel. Und dann haben wir hier einen Kaffee getrunken und waren mal in der Kapelle und... Bei den Gottesdiensten können auch bis zu 2 Personen hier dabei sein. Die können dann hier sitzen oder da drüben bei Stefan und den Gottesdienst mit genießen. Wir freuen uns darüber immer total, finden das total super und den Kontakt wirklich zu haben zu den Menschen hier. Und wir hatten auch Besuch von einem Pärchen, die sind die Hälfte des Jahres, glaube ich, in Afrika. Und wenn sie dann hier sind, dann haben sie uns einmal besucht. Also ich finde das total großartig. Wir haben ja Kontakt, aber das ist dann noch was anderes. Nochmal okay. Eine andere Ebene. Aber anmelden vorher ist besser. Auf jeden Fall.
Alles klar. Auf jeden Fall. Nächste Frage. Ich weiß gar nicht, ob das vorhin bei Olli, habe ich es nicht gefragt, bei Stefan, ob das eine Rolle gespielt hat. Stefan, du kannst dich schon mal langsam darauf vorbereiten, dass ich dich gleich was frage. Ich weiß auch nicht, ob es erwähnt worden ist. Also, Stefan und Oliver sind Brüder. Die heißen nicht nur zufällig gleich Münder hinten, sondern sie sind auch Brüder. Und seit 2 Jahren sind sie beide mit dem Ansgar-Kreuz ausgezeichnet. Petra Kallis hat ihnen das verliehen im Auftrag des Kirchenkreises. Das ist eine Auszeichnung für Ehrenamtliche, die sich lange engagieren. An vielen Stellen, zum Beispiel im Kirchengemeinderat, sind die beiden aktiv. Deshalb habe ich eine Frage an dich, Stefan. Gibt es denn jetzt nur noch Online-Gemeinde vor Ort? Dürfen hier keine Gottesdienstbesucher mehr in die St. Jürgen-Kapelle kommen? Jetzt wird es spannend, sich gleichzeitig selber auszusteuern und eine Frage zu beantworten, aber wir kriegen das hin. Nein, natürlich nicht. Wir machen ja alle 2 Wochen Lifeline und das heißt, es können, also natürlich nicht ist es blockiert, sondern natürlich können hier normale Gottesdienste stattfinden. Wir machen alle 2 Wochen in der Regel hier Lifeline-Gottesdienst und alle 2 Wochen heißt, alle 2 Wochen ist ja auch nichts. Sprich, es können jeden zweiten Sonntag hier Veranstaltungen stattfinden. Das sind auch unter der Woche ganz viele Trauerfeiern. Wenn es ist eine sehr schöne alte Kapelle, die wird gerne genutzt für andere Amtshandlungen. Oder auch nach dem Lifeline-Gottesdienst. Wir haben hier um 10 Uhr Lifeline-Gottesdienst. Das heißt, so gegen 12 sind wir hier raus. Und es gibt zum Beispiel auch die Martinet, ein Gottesdienst hier, ein Gottesdienstformat aus der Gemeinde. Das ist einfach im Anschluss um 14 Uhr hier in der Kapelle. Dankeschön. So, was haben wir... Wen erwischen wir denn jetzt nochmal mit dem Mikrofon? Ich gehe hier mal längs, schau mal, wen ich noch so ereilen kann. Und bei der Gelegenheit sieht man gleich die panischen Gesichter. Die haben total Lust auf Fragen zu antworten. Wie verrückt. Deshalb gehe ich einfach weiter. Die nächste Frage geht nämlich an Katja. Früher waren hier noch andere Menschen dabei und haben mitgemacht, wie Karin Bärbel-Reichelt und Juliane Ost und Pastorin Hansen. Gibt es die noch? Wie geht's denen denn? Das fragt Tim. Ja, das erzähle ich gerne. Also Mareike Hansen hat eine sozusagen eine Spezialaufgabe, ist aus der Gemeinde gegangen und macht Trauernde und Hospizbegleitung. Sie ist immer noch in Lübeck. Wir sehen uns auch. Genau, sie hat andere Aufgabenbereiche. Ehemalige Vikarin Ost ist inzwischen in der Oldenburgischen Landeskirche. Die hat es sozusagen in den Westen verschlagen. Und Bärbel Reichelt hat gerade ihr zweites, die letzte Vikarin, die hier war, hat gerade ihr Examen gemacht und hat gerade hier in Lübeck eine Stelle angefangen. Denen geht es allen gut, glaube ich. Also gestern sah zumindest Bärbel Reichelt gut aus. Sah zufrieden aus. Nathanael, es gibt noch eine Frage an dich von Felicitas. Wann gibt es die Lifeline-CD? Das ist eine gute Frage. Wir haben schon öfter mal die Rückmeldung gekriegt, dass sie die Lieder, die wir hier machen, sehr gerne hört und auch euch dann rausschneidet und noch mit ins Auto nehmt. Und wir haben das gehört. Wir arbeiten dran, wir sammeln Ideen und dann kommt was. Okay. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht gefragt worden bin, warum ich heute rote Schuhe anhabe und keine grünen, aber bitteschön, das verbinden wir dann mit dem nächsten Lifeline-Abend. Ich habe keine Ahnung, wann es den gibt, aber irgendwann wird er kommen. Wir sind am Ende unseres Lifeline-Abends angekommen. Mir hat es wirklich viel Spaß gemacht und ich freue mich sehr, wenn wir uns am 28. April beim nächsten Gottesdienst um 10 Uhr wiedersehen. Obwohl, eine Frage habe ich noch hinten. Wie sieht es mit den Abonnenten aus? Haben wir die 3000 geknackt? Oh, tragisch, 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 tragisch. Es gibt ein Video auf unserem YouTube-Kanal, das hat mehr Aufrufe als alle Gottesdienste. Das ist auch ein bisschen bedenklich, meine Lieben. Eigentlich müsste das natürlich bei den Gottesdiensten so sein. Aber ein Video hat mehr Aufrufe, mehr als 5000 Mal ist Oh Happy Day aufgerufen worden. Und das wollen wir jetzt zum Schluss nochmal miteinander singen. Day, oh happy day, when Jesus washed
wash my sins away. Oh, happy day. 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 When Jesus walked. Jesus walked. When Jesus walked.